Hallo, hallo. So, es geht weiter, wie versprochen. Ich möchte mal zeigen, was ich dann weitermache. Ja, und ich habe mir als Unterleger, weil ich jetzt mit Klebeband möchte arbeiten, ich habe mir das doppelseitige Klebeband rausgeholt. Das ist von Teddy 3M, ne? Und werde das jetzt da aufkleben, weil es ist ja Serviette, ne? Und die ist ja sehr dünn. Ne? Es guckt alles durch. Guck, so sieht man alles. Ne? Und es ist auch wie beim diesem Paraffinpapier, wie heißt das jetzt, dieses transparente, ne? Vellum. Ja. Deswegen habe ich mich entschieden, weil es wird eher auf weiß aufgeklebt und dieses Band hat ja so eine trübe, so eine weiße, doch in einigermaßen weiße Schicht. Und das ist okay. So, und das muss ich jetzt dann erstmal aufkleben. So streifenweise mache ich es dann eben. Und ja, ich hoffe, es wird gut werden. Ha. Ich glaube, so. Und darunter habe ich jetzt dieses Paraffin, dieses Wachspapier von den Stickern. Ne? Deswegen ist es ganz schon leer, habe ich so gelassen. Und da kann ich da drauf was Klebearbeiten machen. Und deswegen möchte ich jetzt mal so langsam mal diese Klebeband aufkleben. Ja, ich glaube, so. So. Weil ich überlege, dass ich da die Mitte, wie ich die Mitte dann hinkriege, aber ist schon okay. Das hier. Und weil es Wachspapier ist, ne, geht es dann leicht ab, wenigstens. Sonst klebt man immer so dran an den ganzen Untergründe. Und so dachte ich, mache ich mal, dass es. Ja, und hier wird es schwierig werden mit der Mitte. Aber ist egal, es wird schon gehen. So. Du noch. Jetzt brauche ich so einen schmalen Streifen noch, ne? Hier drüber. Ja. Muss ich mir die Länge schauen. Einfach da. Mal gucken. So. Und ich glaube, ich nehme mal so einen Bogen mal raus. Obwohl, ich würde mal einfach woanders noch einige mir aufgehoben. So, und dann ist auch von solchen Sticker, ne? Heftchen da. Und das werde ich mal hier einfach so aufkleben. Und dann werde ich mal ausmessen, ne, wie viel ich so brauche. Und da reinkleben, ne? So, mal schauen. Ich glaube, da unten habe ich es schon mal breiter ein bisschen. So, dann.
So, dann nehme ich mal mein Trimmer und das. So, so. Kannst du ja auch ein bisschen oben schmaler machen, weil es nach oben schmaler geht, oder? So. So, und damit habe ich den Streifen, den ich brauche, ne? Wenigstens. Dann hier rein. So ein bisschen. Ist ja egal, weil ist ja Klebefilm, ne? So, und dann habe ich jetzt, ach guck, hier habe ich es kurz. Guck mal, habe ich dich übersehen, eine Spitze. Und das kann ich dann hier, werde ich ja eh alles ausschneiden. Und da kann ich mir ein Stückchen noch dahin rein. Genau, so. Tada. So, ja. Und da so haben wir dann eine Unterschicht, die werde ich jetzt noch mal ausschneiden. Ach ja. So. Was er überstehen wird, kann man ja. So, und die Teile kann ich ja alles noch aufheben zum Verbasteln, wenn es mal sein muss, ne? Man hat ja so. Wenn das übersteht, das kann man so ein bisschen hineinziehen. So, so. Jetzt haben wir es soweit. Und dann kommt es eben dann auf was drauf, zum eventuell ausschneiden oder auf eine Fläche, die vielleicht dann, man kann ja auch einen Kreis ausstanzen, ein Viereck ausschneiden, ne? Und deswegen, ja, klebe ich mal drauf. Das ist mal schön. Und dann habe ich mein alles verteilt, ne? Irgendwo liegt immer was. So, und dann, ja. So habe ich mir auch gerade überlegt, kann man auch Vellum, ne? Einfach aufkleben. Manchmal hat man so Probleme mit dem Vellum, ne? Und das ist so schön, und aber ist echt schwierig, das zu verarbeiten, ohne so Übergänge zu sehen, dass man die dann jede Klebestreifen sieht. Und bei der Version wäre es vielleicht. Obwohl, ja, ich habe so ein paar Stellen, aber das kann man ja noch mit der Zeit auch besser hinkriegen. Ne? Übung macht den Meister. Ne? So, das da.
Ja, wäre schön klar. Ach, na komm, lass mich. Wenn ich da so hier klebe. Platten gibt es ja solche Klebebogen, ne? Die doppelseitige, richtig große. Ich habe sie nicht. Ich schaue mal, vielleicht irgendwann kann ich mir auch welche holen. Aber ich glaube, das macht auch seinen Job. Und da, ich glaube, ich klebe es so hin und dann so drauf. Dann kann ich dann schauen, für was das dann wird eingesetzt. Ne? Hier habe ich so eine Stelle, die kann man ja wegrubbeln. Ne? Weil Kleber lässt sich wegrubbeln. Ja, siehst du. So. Der lässt sich wegrubbeln. Ja. Gut. So. Tada. Das ist doch gut, finde ich. Gut geworden. So ein bisschen, ja, hat man solche diese Klebeübergänge, ne? So ein bisschen, aber nicht schlimm. Finde ich, ist okay. Man kann da ein bisschen was kaschieren. Ja. Und dann, ja, jetzt mal so rum. Es ist grün, aber ne, ich sehe da gerade in der Kamera, hier ist ein dunkles Grün. Und das ist ja rot. Ja, ist auch okay, richtig so. Ne, dass man dann nicht denkt, das ist schwarz. Das ist grün. Ja, das hier war das eine. Wow. Gefällt mir gut. Und dann habe ich noch das zweite Teil. Und auch hier. Der kommt noch auch drauf. Ich werde zwei Blätter machen. Habe ich dann ja so gegengesetzte Elemente. Ja, super. Aus einer Serviette sozusagen. Ne? Und dann kann man was Hübsches werkeln. So, was ich weiter noch damit mache, zeige ich es dann. Ja, es ist grün. Naja, dieser Teil, ne, von Pulli. Scheint wie schwarz, oder? So. Gut, dann erstmal mache ich Schluss. Bis demnächst. Alles Gute. Tschüssi.